zwischen 30 und 50 Jahre alt. Und um vielleicht auch noch jüngere Leute ranzubekommen, würde ich auch sagen, fokussieren wir irgendwo auch, wo man einfach seinen Lebenslauf darstellen kann. Ja. Und für Unternehmen auch, wenn sie Jobangebote haben und sowas, sehr wichtig. Aber ich schaue auch, man kann ja dann auch im Feed quasi scrollen, wo dann auch oft irgendwie News oder so kommen. Und da ich ja sehr in der Modebranche bin, ist das auf jeden Fall super interessant, einfach auch zu sehen, was für Wechsel es da gibt. Okay, also selbst in, zum Beispiel in der Modebranche, ja, hast du da, dann findest du Gruppen und quasi andere auch die Posts vorgeschlagen bekommst, mehr als wie vorher? Auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Schafft, ja, ja, sehr, sehr mächtig wird, weil LinkedIn ja vor einigen Jahren sozusagen Organic Reach zu Nicht-Followern quasi auf null reduziert hat. Das heißt, deswegen sind alle so geil drauf, sorry, das Wort, so scharf drauf, Follower voll gemeinen Ding. Ja. Und es sind halt alles Entwickler hauptsächlich, ja, so eine gewisse Zielgruppe. Und viele Freelancer und so weiter, das ist eher so die Zielgruppe, ja, junge Unternehmer, Leute, die schon freelancen, vielleicht auch ältere, aber auch jüngere, die noch nicht so richtig wissen, wohin und so weiter. Und da wollen wir eben so einen Online-Kurs, auch eine Online-Akademie für die verkaufen. Vielleicht auch junge Unternehmer und so weiter, die einfach noch nicht so viel Geld haben. Ja. Social Media zum Beispiel, über Social Media, sei es jetzt organisch oder auch mit bezahlten Werbeanzeigen, sei es jetzt LinkedIn, Facebook, Google, whatever, you name it, wenn wir uns letztendlich dort jetzt Interessenten befinden auf unserer Webseite und es sind wirklich die Top-Entscheider, dann haben die letztendlich auch nur begrenzte Zeit und Geduld. Häufig sind es gerade eben auch die Top-Entscheider, die sozusagen über das Budget verfügen. Das sind manchmal nicht die technischen, ja, die IT-Leiter, CIOs und so weiter und Produktmanager und sowas, sondern es sind häufig diese CEOs, ja, also Geschäftsführer, die meistens die sind in der kürzesten Aufmerksamkeitsspanne. Ja, man sagt, heutzutage hat der durchschnittliche Internet-User, dessen Aufmerksamkeitsspanne ist ungefähr halb so lang wie die eines Goldfisches. Ja, habe ich auch schon gehört. Okay, also.